Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, vor einigen Tagen ist ein neues Fahrzeug erschienen für den Lotus-Simulator, welches an uns leider komplett vorbeigegangen ist. Es ist uns durchgerutscht. Das wollen wir jetzt natürlich hier nachholen. Ich glaube, vor 2 Tagen wurde das Ganze released. Ich kann ja mal rüber linsen. Das Ganze erschien am 14. Oktober und es handelt sich hierbei um die BKV M2 plus den Beiwagen P3. Und ja, es ist natürlich von dem gleichen Erbauer wie halt hier von unseren BKVT inklusive dem Beiwagen. Also das Ganze kommt von BZ-Mod 332. Ja, wie gesagt, wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Man ja, sieht auf jeden Fall deutliche Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Ganze ist hier von, lasst mich lügen, 1978 das Fahrzeug und 1982. Also das ist schon, ja, ein gutes altes Jährchen her. Aber man sieht natürlich nicht nur dem Alter das Ganze an, sondern auch den Details. Und hier muss ich sagen, sieht man doch einen großen Unterschied. Denn ich finde, ganz ehrlich, der BKVT ist deutlich modellierter als unser BKV, den wir jetzt ja hier aktuell haben. Und jetzt nicht nur durch die Farben. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es eine Straßenbahn ist. Das wird so eine Stadtbahn sein wahrscheinlich. Aber ja, sie ist auf jeden Fall komplett fahrbereit mit den ganzen Scripts und alles was. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ja, auf jeden Fall fand ich das, war sehr überraschend. Man sieht hier, wie gesagt, dass das ganze Modell halt doch deutlich, deutlich detailärmer ist als wie der BKVT. Wenn wir jetzt mal hier uns das ganze Fahrzeug hier mal vom BKVT anschauen, sieht man hier schon einen deutlichen Unterschied. Ne? Hier wird sogar an den Spiegeln halt alles einzeln. Warte mal, ich muss mal wieder rüberlinsen, sonst weiß ich wieder nicht, wo ich hier mit meiner Maus bin. So, die ist sowieso gerade nicht da, alles klar. Die ist weg. Ach hier, da war sie. Ich habe sie gerade gesehen. Naja, also wie gesagt, hier oben am Spiegel sieht man es halt. Und sonst hier die Dachaufbauten, das ist alles doch ein bisschen detaillierter, als wenn ich mir das jetzt hier so von dem neuen Kollegen hier anschaue. Hier haben wir dann so zwar ein paar Kästen drauf, die dann aber auch ja relativ schwache Texturen auf der Brust haben. Und ja, so im Allgemeinen sieht man hier wirklich einen großen, großen Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Allerdings finde ich, ich stehe auf dieses Szenario, ja, auf diese älteren Modelle. Fragt mich nicht warum, aber ich finde, das hat noch irgendwie so richtig persönlichen Charme, als wie die neuen Straßenbahnen, die heute so irgendwie erscheinen und alles was. Also die haben hier doch, versprühen hier ihren eigenen Charme. Das Schöne ist an dem Fahrzeug wieder, wir können hier eigentlich wieder alles machen, was wir wollen. Wir können hier die Fenster öffnen, wir können hier die Türen öffnen. Die Türen gehen auch auf, wenn wir jetzt wahrscheinlich gleich aufrüsten werden. Also genau das Gleiche, was wir hier bei dem BKVT haben. Aber auch hier sieht man schon alleine an diesem Pult, ja, an dem Fahrpult, dass es hier doch deutlich modellierter ist, als jetzt, wenn ich mir das jetzt hier anschaue von, ja, wartet, dem BKV. Ja, also hier sieht man schon einen deutlichen Unterschied, wenn man hier mal so den Innenraum sieht. Ja, und wenn ich jetzt hier mal so rüber switche zum BKVT, dann sieht es doch deutlich anders aus. Aber hier muss man sagen, es ist nicht groß anders. Wenn man sich die beiden Fahrzeuge hier so mal so ein bisschen betrachtet, sind hier eigentlich die Sachen eigentlich fast identisch. Das Aufrüsten ist tatsächlich ein bisschen tricky, muss ich sagen, denn hier ist ja, wie auch schon bei dem BKVT, haben wir hier keine Möglichkeit, mit der Maus den Stromabnehmer hochzufahren. Auch hier ist das Problem, dass wir hier keine Möglichkeit haben, den Stromabnehmer hochzufahren. Das müsst ihr halt also wieder per Tastenkombination machen. Bei mir ist es jetzt die STRG-Taste plus die Bild-Hoch-Taste. Wenn ich das jetzt mache, fährt der Stromabnehmer nach oben. Und wenn ich das jetzt mit Bild runter mache, dann fährt er halt dementsprechend wieder runter. Ne? Also als erstes müsst ihr natürlich erstmal den Stromabnehmer wieder nach oben setzen. Und ja, was natürlich auch interessant ist, ja, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, übersieht man doch tatsächlich hier, dass hier Knöpfe hängen.
Ja, die habe ich das erste Mal auch nicht gesehen, wo ich da drin saß. Die sind natürlich für den Bootvorgang wichtig. Als erstes den, als zweites den und ihr seht hier die Voltanzeige, ja, die geht nach oben. Also die geht weiter nach rechts, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, ist jetzt halt bloß noch die Handbremse lösen und den Richtungswender nach vorwärts und dann könnt ihr losfahren. Das Ding ist an der Stelle, ihr könnt mit der Maus auf den Richtungswender raufballern, wie ihr wollt. Es passiert nichts. Und das war mein großes Manko gewesen, wo ich hier beinahe verzweifelt bin. Ja, scheinbar wurde das gar nicht mit eingebaut, wird vielleicht dann noch nachgepatcht oder sowas. Das bedeutet, ihr müsst das Ganze in den Optionen dementsprechend noch einstellen, dass ihr den Richtungswender per Tastenkombination wählen könnt. Denn über meinen Trustmaster funktioniert das nämlich nicht. Da konnte ich den Richtungswender hin und zurück machen. Ist mir damals auch schon bei dem BKVT aufgefallen, dass ich das Fahrzeug nicht mit meinem Trustmaster aufrüsten kann. Das muss ich mit der Tastatur machen. Also habe ich mir das ganz einfach: Bild nach oben, ja, ist Richtungswender vorwärts, Bild nach unten wäre der Richtungswender rückwärts und dann, ja, können wir jetzt hier auch schon Gas geben, ne? So weit, so gut. Auch hier können wir natürlich die Fenster hoch und runter machen. Und jetzt gehen hier auch die Türen auf. Ja, das ist alles schon eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, der war das hier. Genau, können wir die Innenbeleuchtung aktivieren, wenn wir jetzt hier den. Ja, ihr seht meine Maus nicht. Die ist ja weg. Ach nee, oh, da ist er. Da. Hier, das müsste die sein. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Hier, genau. Der ist das. Den müsst ihr drücken, damit das Licht angeht innen drinne. Ich glaube, der ist für den Kompressor, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Und der fünfte war gewesen für, achso, für Heizung, die aber aktuell noch nicht verbaut ist, also noch nicht gescriptet ist und so sonstiges. Ja, also einfach noch nicht vorhanden. Ja, hier oben haben wir noch die Notbremse. Ist klar, dazu brauche ich glaube nichts mehr groß sagen zu der Notbremse. Und hier ist jetzt so: einfach hier lösen das Ganze. Ihr seht, wir rollen schon rückwärts. Und wenn ich jetzt sage, vorwärts fahren, dann fahren wir auch vorwärts. So, und schon stehen wir hier an der nächsten Haltestelle. Türen sind hier offen, jetzt kann man halt zusteigen. Ja, dann habt ihr hier vorne diesen Schalter hier, diesen schwarzen hier. Der ist für Licht, also ne, damit ihr vorne Licht an- und ausmachen könnt. Das funktioniert auch schon bereits. Ne? Also, ihr seht es, ne? Das funktioniert. Jetzt ist hier Licht aus, weil wir es auch wieder ausgemacht haben. Also hier seht ihr, das funktioniert auch. Funktioniert das Ganze schon in dem Beiwagen. Wenn ich jetzt mal hier so rüber swappe, seht ihr hier auch, hier ist natürlich das Licht an. Und wenn ich jetzt mal hier auf den anderen Platz gehe, seht ihr, das Einzige, was wir hier haben, ist die Handbremse, die wir dementsprechend lösen und anziehen können. Und sonst ist hier eigentlich in dem Beiwagen nichts weiter vorhanden. Ja, hier sonst, was haben wir hier noch? Das haben wir natürlich auch nicht fehlen, unsere Klingel. Und hier ist der Türwarnton, würde ich fast behaupten. Ja, schön, ne? Ja, und hiermit können wir noch den Scheinwischer so ein bisschen hin und her machen. Ich glaube, der sollte aber irgendwann automatisch gehen. Und sonst, glaube ich, ist hier an der Steuerung her nichts mehr groß, was man jetzt hier noch vielleicht wissen sollte. Ich glaube, hier soweit habe ich alles gesagt. Wie gesagt, Handbremse und Fahren, Richtungswender. Ja, nee, also soweit ist es das alles. Was wir uns jetzt angucken können, ist mal, wie sieht es denn bei nachts aus? Ne? Wenn ich jetzt hier einfach mal sage, jetzt sind 20 Uhr und die Beleuchtung, ja, sehen wir hier, die Beleuchtung ist hier sehr ausreichend, ja, dafür, dass sie schon relativ hell ist. Und hier sehen wir halt auch schon so ein schönes warmes Licht halt, so wie sich das gehört. Also es ist schon mega, mega nice. Das hat so ein richtig schönes Feeling, finde ich. Ja.
Die Texturen hier drinnen sind eigentlich ganz okay. Also, wenn ich mir so die Bodentexturen angucke, super. Es ist natürlich eine andere Qualität jetzt gegenüber den Bänken. Die Bänke, die sehen dann natürlich schon ein bisschen verwaschen aus. Aber es ist auch schwer, oder hier auch die Türen, ne? Aber ich finde es halt cool, dass du hier halt jede Tür auf und zu machen kannst. Ja, das ist schon genial, ja. Ich habe die Bilder, die gab es schon eine ganze Weile. Denn der BZ-Mod hat nämlich auch eine eigene Strecke, die man sich bereits schon runterladen kann. Und das ist meiner Meinung nach die, warte, lass mich lügen, ich gucke nach, die BP 1970 Map. Also es wird wahrscheinlich die Budapest-Map sein, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Ja, genau, Budapest 1970. Könnt ihr euch dementsprechend auch schon runterladen, ist eine reale Karte. Allerdings weiß ich nicht, ob das Ganze jetzt schon multiplayerfähig ist. Oder ob das überhaupt in der Richtung ist. Also dafür könnt ihr dieses Fahrzeug natürlich benutzen. Wir sind jetzt hier aktuell auf der alten Waldbahn. Ich finde, diese Karte bietet sich so unglaublich an für solche super alten Fahrzeuge. Da kann man halt ja nichts anderes sagen dazu, ne? Aber wie gesagt, ihr seht es, es ist ein schönes Fahrzeug hier mit dazugekommen. Und das einfach so aus heiterem Himmel. Und sie hat auch ordentlich Speed. Sie kommt hier mit Beiwagen, kommt sie hier eigentlich gut voran, außer wenn wir nachher in Forsthausen einfahren. Also runter kommt sie, hoch, krepelt sie sich denn schon hoch. Also da ist ein bisschen. Da braucht sie schon ein bisschen Kraft auf jeden Fall. Bremsweg ist natürlich auch hammermäßig lang. Also muss man sich auch auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ne? Und sonst seht ihr ja selbst hier, das Fahrzeug bewegt sich. Schade ist zum Beispiel, weil sie haben es ja geschafft, dass zum Beispiel ja sich hier drinnen diese Schlaufen bei dem BKVT bewegen. Hätte man jetzt hier mit den Schläuchen hier draußen vielleicht auch machen können, ja, dass sich die Schläuche irgendwie so ein bisschen bewegen. Aber es ist wahrscheinlich schon wieder zu viel vom Guten. Sonst, wie gesagt, können wir jetzt hier, uns hier hinten jetzt einfach reinsetzen und können jetzt hier einfach mal mitfahren. Ja, und können uns hier das Ganze halt ganz gemütlich hier genießen. Können hier, wie gesagt, die Fenster aufmachen, zumachen. Und wie wir hier Bock und Lust haben, das Ganze dementsprechend halt noch einzustellen. Also man merkt schon, sie hat schon deutlich Dampf unter der Haube. Deswegen würde ich sie auch nicht in Bereich Straßenbahn irgendwie einordnen, sondern wahrscheinlich eher in so Stadtbahn, irgendwie sowas in dem Dreh. So, jetzt können wir hier schon ein bisschen in den Wald rein. So, Handbremse anziehen. Und wir nämlich eben nicht nach hinten rollen. Und dann, ja, stehen wir halt auch wieder. Also das ist schon ein super putziges Fahrzeug. Das muss man einfach mal lassen. Also ich weiß nicht, aber ich bin Fan von diesen älteren Modellen, nicht so von den neueren hier, diesen Flex City oder sowas. Da könnt ihr mich, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung oder so, aber so im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Ich finde, dass die neuen Züge einfach diesen Charme nicht mehr einfangen, ja. Und wenn ich mir so jetzt hier in dieses Fahrzeug jetzt hier einfach mal so reinzwippe, so, ja, dann denke ich mir schon so, ach geil, also hier würde ich mich da hinsetzen und würde mich da drinnen wohlfühlen. Das muss super riechen da drinnen, schön altmodisch, ja.
Und wenn man dann wahrscheinlich so die ganzen Geräusche hört, hier innen drin auf den Holzbänken sitzt, das muss einfach ein richtig, richtig cooles Gefühl sein. Also ich finde, hier ist wieder ein tolles Fahrzeug im Steam Workshop erschienen, was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Gerade jetzt auch, wie gesagt, für die alte Waldbahn absolut ideal. Für mein Geheimprojekt sowieso ideal. Ja. Muss ich hier wirklich sagen, ist hier wieder ein Fahrzeug da, was man wieder mal gut spielen kann. Auch muss man hier wieder sagen, es ist das nächste Zweirichtfahrzeug, was wir hier haben. Ne? Wir können hier wieder in beiden Richtungen fahren. Also nicht nur in einer, so wie jetzt zum Beispiel mit dem GT6N oder sowas, ja, oder mit dem KT4D, sondern ihr könnt hier wirklich einfach wechseln, indem ihr jetzt hier einfach die Pfeiltaste nach unten drückt, ne? Und schon könnten wir jetzt praktisch wieder rückwärts fahren, wenn wir das da vorne jetzt alles ein bisschen abrüsten und dann hier hinten dann dementsprechend halt aufrüsten. Und so weiter und so fort. Also hier, wie gesagt, absolut schönes Fahrzeug, welches jetzt hier wieder in Lotus vorhanden ist. Eins ist, was man hier sagen muss, das sind die gleichen Geräusche wie vom BKVT, aber das ist in Ordnung. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ihr merkt das so ein bisschen, ne? Also hier quält er sich schon hoch. Aber sobald er den wunden Punkt überschritten hat, zieht er dann auch los. Ja, hier vorne die Tür geht nicht auf. So, für die Notbremse dauert das ganz schön. Ja, sehen wir auch mal ein bisschen hier drunter, ne, mit der Achse und alles was. Also das ist ja alles Wahnsinn. Also so detailliert habe ich jetzt so mein T24 jetzt nicht hier, dass man das alles sieht. So. Natürlich die Frage. Kommt der jetzt hier nicht mehr hoch oder was ist sein Problem? Nee, wahrscheinlich blockiert gerade die Bremse. Nein, nee, jetzt mag er nicht mehr. Jetzt mag er nicht mehr. Also das mit der Hand, mit der Zwangsbremse, damit habe ich mich jetzt tatsächlich noch nicht jetzt auseinandergesetzt. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es jetzt. Ne, wir kommen nicht mehr hoch. Hat keine Lust mehr. Wir sehen zwar, dass er immer weiter in die Knie geht, aber irgendwie will er nicht mehr los. Dementsprechend müssten wir mal gucken. Ah, guck mal jetzt, ne? Jetzt räumen wir zumindest schon wieder vorwärts. Also einmal die Elektrik raus und weiter geht's. Wir lehnen Lotus gerade wieder nicht weiter.
Wir hätten jetzt so oben an der Haltestelle kurz behalten müssen, damit er nachladen kann. Ah, okay, jetzt haben wir. So, und alles aussteigen. Türen auf. Wenn ihr vorne die Tür aufmacht, dann geht auch hinten automatisch die Tür auf. Ja. Also das ist er. Das ist der BKV. Und wie gesagt, wieder von BZ Mod. Ja, das Ganze wieder jetzt aktuell im Steam Workshop erhältlich. Ist noch nicht, wie gesagt, allzu alt. Falls ihr das mit dem Aufrüsten jetzt nicht verstanden habt, dann schaut am besten nochmal in das Video von BZ Mod rein. Ja, der hat das Ganze da nochmal gezeigt, allerdings unkommentiert. Bei mir ist es jetzt hier kommentiert. Das bedeutet also, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann vielleicht nochmal zurückspulen und euch das Ganze nochmal anschauen. Wie gesagt, aber eigentlich ist es genauso wie beim BKVT. Bloß, dass es halt bei mir mit dem Richtungswender nicht so wollte, sondern ich das Ganze halt nur über Tastatur steuern kann und nicht über meinen Thrustmaster, was ein bisschen eigenartig ist. Weil bei dem KT4D, bei dem GT6N und sowas, und, ja, funktioniert das alles, ja. Nur bei dem BKVT nicht und bei dem jetzt BVT nicht. Also das ist ein bisschen eigenartig, aber es kann man mit leben, wenn man es weiß, dann klappt das Ganze schon. Und ja, somit wieder ein fantastisches Fahrzeug. Also hier an der Stelle wieder herzlichen Dank an BZ Mod 332 für dieses wundervolle Fahrzeug, was du hier wieder mal veröffentlicht hast. Wie gesagt, ich denke mal auch, das werden wir hier in naher Zukunft wahrscheinlich doch relativ oft sehen. Denn ich, wie gesagt, ich bin Fan von solchen Gerätschaften, ja, von solchen Fahrzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr denn von dem Schmuckstück hier? Oder sagt ihr ja so, um Gottes Willen, noch so ein altes Gedingsbums und dann, ja, nee, ihr wollt nur was Modernes sehen. Wie gesagt, dann nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Lotus wieder, Video wieder, wenn es dann weitergeht hier. Und beim nächsten Mal sind wir dann auf der Karte von Willi wieder mal unterwegs. Wir schauen uns die Multiplayer-Karte an. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt da bleiben, lasst ein Like da, abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt, und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.